Rock Hard Festival 2017. Heavy Metal Home TV gibt es schon seit 10 Jahren und auf dem Rock Hard Festival sind wir schon seit Jahren. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal was anders. Und was ist denn jetzt? Leute, wir sind immer noch auf dem Rock Hard, wir sind immer noch bei Heavy Metal Home TV. Ich bin Denise und ich belästige jetzt hier die Leute. Was ist los? Wie viel das Jahr? Rock Hard? Keine Ahnung. Wann war das erste Mal? 2002, ne? 2002, ich meine auch, ja. Ja. 15 Jahre oder so. Locker, ja. Warum kommst du dann trotzdem einfach jedes Jahr wieder? Weil hier total viele kaputte Assis rumhängen, die immer wieder hier sind. Und die total lieb haben. Ganz egal, die Leute, die hier sind, dass da was zählt. Im wievielten Jahr hängt der jetzt hier rum? Mindestens 10. Mindestens. Schon immer hier auf dem Parkplatz? Ja. Wie geht's euch? Wie habt ihr den ersten Tag verbracht? Uns geht's herrlich. Wie immer auf dem Rockhard feuchtfröhlich und mit. Und ich möchte betonen, Duschen und Toiletten auf yes. B1. Super. Wie findest du die Duschen auf dem Parkplatz? Ich glaube, ich krieg Ärger. Weil viele Leute hier eben auf dem Parkplatz Party machen, duschen auf dem Parkplatz seit diesem Jahr und Toiletten. Wer bist du denn? Hey, Chips! Scheiße. Das ist der Jüngste bei uns, das ist der Nico. Hi. Nico? Ja, hi. Was hast du festgestellt, was die Jungs hier seit 8-9 Jahren immer wieder hierher zieht? Ja, dieses Jahr auf jeden Fall die Dusche. Ja, Baba, schwa! Schafskäse mit Krabben und Tomaten. Super. Die Location ist geil. Darauf ruhen sie sich aus. Die Wege sind kurz, das Festival ist klein gehalten, 7000 Leute. Alles toll, aber die Bands werden immer, wie soll ich sagen, mickriger in ihrem Stellenwert am Billing. Heißt also mit anderen Worten, wer hier Headliner ist, ist beim anderen Festival Nummer 15, 17, 18. Hier sind sie, wenn sie groß sind, mal 5 und sind hier Headliner. Also das geht gar nicht. Ganz spontan, hättest du Wünsche für nächstes Jahr? Vielleicht Freitag Oberkill, Samstag Machine Head, bleib ich bei. Kann man hinkriegen, ist nicht so teuer. Und am Sonntag, da können wir am Sonntag stemmen. Auch ohne Festival-Ticket kann man auf dem Rockhard hier so einiges unternehmen. Gitarren kaufen, Platten kaufen und mittlerweile auch flippern. Round 1. Fight! Das ist normal. Ich hab schon einige Leute, die in meinem Leben erblickt, aber das ist nicht mehr normal, ey. Yeah! Ab 23.30 Uhr hier fette Metal Party, wenn die letzte Band gespielt hat. Wir besuchen jetzt den Markus in seinem Irish Pub auf dem Rocker Festival. Der Mann mit dem Single Malt und dem Kirschbier. Ja, Kirschbier leider nicht mehr, aber Single Malts habe ich noch jede Menge. Guinness, Kilkenny, Cider, alles was das Herz begehrt. Und das trinken die Leute konsequent auch bei dem Wetter, Single Malt? Ich habe heute auch schon einige Single Malts verkauft, ja, und gestern auch. Also das Wetter scheint den Leuten bei Whisky egal zu sein. Okay Leute, wir sind ja auf dem Rock Hard Festival auf dem Metal Markt und schauen mal rein, was es so gibt. Lass uns gucken. Gibt es was Bestimmtes, nach dem du suchst? Ja, wie immer alte Sodom-Raritäten oder generell Bootlegs. Armor immer dabei, Disaster-Raritäten. Aber ansonsten einfach mal stöbern und irgendwas findet man immer. Das ist ja das Problem bei der ganzen Sache. Beste Chancen hier, oder? Jein. Sag ja. 26.12. in Köln, da findet man immer den meisten Scheiß. Aber ansonsten, ja, ist schon gut aufgestellt hier.
Wie lange hast du gebraucht hierhin? Ich habe jetzt 2,5 Stunden gebraucht aus Remscheid. Das sind mit dem Rad über Umwege 43 Kilometer. Ja, Respekt. Willkommen. Danke. Danke. Wir stehen hier vor dem Zelt, wo man Gitarre spielen kann. Wir wollen rein und fragen, was das verdammt nochmal soll. Erklär uns doch mal, was geht hier ab? Hier ist der Manni von Rage, ehemals Rage. Und wenn er Gitarre spielt, dann ändert man die Kaufentscheidung notfalls. Notfalls ja. Also alle Rage-Sachen super geil, einfach mal ein Saufen, Spaß haben. Und ich glaube auch, sein Verstärker ist der Beste. Okay, wir sind hier auf dem Camping Ground, auf dem Rockhard. Saufen! Hansa! Trink Hansa! Ah, okay. Jo, ihr seht beschäftigt aus. Was ist das Problem? Es fliegt alles weg. Das Einzige, was extrem gut ist, Oldschool-Zelt, wo alles reingeschlagen ist, aus Baumwolle. Das Einzige, warum du hier bleibst, ist wegen dem Campingground, weil die Leute gut drauf sind und du lernst die Leute hier mal richtig kennen. Es ist ja nicht so wie auf einer Party, dass du irgendwo hingehst, dann ist die Party vorbei und du gehst wieder. Nein. Naja, Odin haut noch mal ein bisschen raus. Ich guck noch mal an. Und es ist ja wirklich so, dass die Leute hier richtig kennenlernen. Was ist denn los? Alles eure Dosen hier. Ja, da steht Abfahrt. Wir haben gerade herausgefunden, dass der Tisch von IKEA quasi nur aus Pappe besteht. Der schluckt mehr als wir. Und wenn du ein Loch von oben in die Tischplatte reinhaust, dann kannst du alles an überflüssigen Scheiß, den ich mal brauchst, in den Tisch reinfüllen. Und dann du bist so oft hier. Warum bist du jedes Jahr hier auf dem Rockhard Festival? Ja, weil es geil ist und Alkohol gibt. Fertig. Und Metal. Cheers! Cheers! Gut, dass wir hier sind. Ciao!